Hallo, ich heiße Eugen Minz und unterrichte Yoga seit 2012. Heute nenne ich euch drei Punkte, warum man auch Kinder zum Yoga schicken sollte. Punkt Nummer 1. Das Kind befindet sich ja in einer Wachstumsphase und braucht sehr viel Bewegung. Unser Yoga-Unterricht ist speziell darauf ausgerichtet, dem Kind sehr viel Bewegung zu geben, damit sich seine Muskeln und Gelenke angemessen entwickeln können. Der zweite Punkt ist, wir unterrichten und geben den Kindern auch sehr viele Körperkoordinationsübungen, Übungen, die speziell das Gehirn entwickeln. Und je besser sich das Gehirn des Kindes entwickelt, desto besser kann es neues Wissen aufnehmen, desto besser kann es lernen, bessere Schulleistungen bringen. Der dritte Punkt ist, wir haben beim Yoga sehr viele Atem- und Entspannungsübungen. Und wenn das Kind lernt, richtig zu atmen und sich richtig zu entspannen, kann es dementsprechend besser mit Stresssituationen umgehen, selbstständig besser den Stress abbauen. Deshalb empfehle ich auch, kleine Kinder, Schulkinder zum Yoga zu schicken.